Test, Test, Test. Läuft das? Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier zu diesem kleinen Info-Video. Zu diesem kleinen Info-Video. Es geht um die Zukunft meines Kanals. Oder die naheliegende Zukunft meines Kanals. Und zwar, was für Optionen ich mir sozusagen bereitgestellt habe, wie es weitergehen soll. Ich glaube, ich labere wieder viel zu viel. Ich überlege, soll ich hier einen Cut setzen? Nee, ich drehe das jetzt weiter. Es geht darum, wie ich weitermache einfach mit meinem Kanal. Ich will auf jeden Fall mehrere Spiele spielen. Ich kann aber nicht mehrere große Projekte spielen. Das könnte ich zwar schon, aber das lohnt sich einfach für mich kanaltechnisch nicht. Ich muss probieren, auch ein bisschen Abwechslung mal reinzukriegen, damit man auch ein bisschen paar neue Leute gewinnen kann für seinen Kanal. Und daher habe ich gedacht gehabt, dass ich sicher ein einziges Spiel täglich Let's Playen werde. Das ist ein großes Spiel meistens, sowas jetzt wie Alien Isolation oder Skyrim oder sonst irgendwas. Und dann werde ich immer so ein, zwei einzelne Spiele spielen, wo vielleicht so drei, vier, fünf Parts gehen und wo ich dann auch nach eigenem Ermessen immer auch ein Part hochlade. Ne? Je nachdem, ob ich gerade Zeit habe, ob ich auch Lust habe, ist es ja immer noch alles hier eine Freizeitsache für mich. Und genau. Und plus dazu werde ich mir auch noch ein Spiel, maximal zwei Spiele aussuchen, die ich immer live streame. Ich will dieses Livestream und dieses Let's Playen voneinander trennen. Dass ich ein Spiel habe, was ich immer live streame und was ich auch immer nur da spiele. Ich werde das Video natürlich aber danach auch hochladen im Livestream. Genau, und die anderen tue ich Let's Playen. Das wollte ich einfach nur an der Stelle gesagt haben. Ich sitze gerade hier und bin am überlegen, welches Spiel ich jetzt spielen werde, weil das Alien-Projekt neigt sich langsam seinem Ende zu. Und ich muss natürlich gucken, wie es weitergeht, wie ich neue Leute für mich gewinnen kann, weil meine nette, positive und meine Offenheit, das reicht leider nicht, um Leute für sich zu gewinnen. Egal, das ist ein anderes Thema, ein ganz anderes Thema. Ich bin momentan mega zufrieden, wie es läuft und dass auch immer wieder langsam mehr Leute jetzt auf mich stoßen wieder und genau, das motiviert einfach mega und auch eure Kommentare. Ich freue mich, jeden Tag habe ich Kommentare von euch, die ich beantworten kann und auch mega geil, so alte Leute, die noch von damals bei mir dabei waren, jetzt auch wieder am Start zu sehen. Gut, das wollte ich nur gesagt haben. Ich beende jetzt das Video hier an dieser Stelle. Könnt mir gerne was in die Kommentare dazu hauen, vielleicht auch Spielewünsche. Aber bitte, wie gesagt, vorzugshalber hätte ich jetzt gern ein paar kleinere Projekte, wo nicht viele Parts gehen. Ne? Vielleicht auch etwas neuere Spiele noch, weil ich bin halt immer noch interessiert daran, auch Leute auf meinen Kanal zu bringen. Ne? Ich will keine Millionen Abonnenten, aber umso mehr Leute meine Videos schauen, umso geiler ist es einfach auch. Und umso mehr Spaß macht zum Beispiel auch ein Livestream, wenn dann wirklich Leute auch mit interagieren und alles Mögliche. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr ein bisschen geguckt habt. Gebt diesem Video ruhig einen Daumen nach oben, dass ich sehe, euch gefällt das. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder auch andere Ideen, wie ich meinen Kanal vielleicht führen könnte oder sonst irgendwas, haut mir das ruhig in die Kommentare. Ich werde dazu gerne meinen Senf abgeben, beziehungsweise werde vielleicht auch ein Video dazu hochladen. Okay. Leute, ich wünsche euch schon einen schönen Abend. Ich habe jetzt schon 3 Minuten und 30 Sekunden von eurem Leben verschwendet. Also, haltet die Ohren steif. Euer Nia. Ciao.